Het zijn de thermale baden waar Baden-Baden bekend om staat. Maar deze stad heeft veel meer te bieden. Van de moderne sfeer op straat tot lokaal vakmanschap. Onze local laat je proeven van het goede leven. Ja, mein Name ist Matthias Wickermann. Gemeinsam mit meinem Kompagnon, Herrn Martin Stoja, habe ich 2004 diese Firma gegründet, Wickermann Stoja. Und gemeinsam stellen wir mit 7 Mitarbeitern mittlerweile in reiner Handarbeit Marschuhe her. Wir haben uns hier in Baden-Baden beide kennengelernt, Herr Stoja und ich. Und als wir uns entschieden haben, uns selbstständig zu machen, haben wir gesagt, dann aber auch hier. Weil Baden-Baden ist wirklich eine unglaublich tolle Stadt. Wir haben viel Tourismus, also auch Menschen, die kommen. Baden-Baden ist eine sehr mondäne Stadt. Es hat so was Feines, es ist nie zerbombt worden, es sind so tolle Kulissen. Und ich glaube, in solch einem Rahmen passt auch unser Produkt so wahnsinnig gut herein. Wenn wir die Schuhe herstellen, sind wir ganz traditionell. Also wir nutzen hier gar nicht irgendwas Technisches oder etc. oder Digitales, sondern wir nehmen wirklich einen Blaupausenabdruck. Wir nehmen dieses Holz, schleifen es zu, dass wir im Endeffekt den Fuß abbilden als Leisten. Wenn alles hingehauen hat, dann bauen wir die richtigen Schuhe. Und der Kunde kann in jedem Moment plötzlich reinkommen und sagen, in welchem Status ist gerade mein Schuh. Wir haben nichts zu verstecken, weil wir alles hier im Hause noch selbst machen. Für jeden hat diese Stadt was. Persönliche Favorite ist einfach noch das Wandern. Aber ich mache so Langstreckenwanderungen. Und die gehen dann manchmal 30, 40 Kilometer. Die mache ich dann nur für mich ganz allein, weil ich dann weiß, da kriege ich den Kopf leer. Und gerade hier, Schwarzwald ist natürlich prädestiniert. Das macht mir viel Freude. Ich würde Baden-Baden so beschreiben, wie ich es auch mal gehört habe. Der Spruch kommt nicht von mir, aber ich finde es einfach die kleinste Hauptstadt der Welt. Das umschließt es nochmal wunderbar, weil hier ist einfach alles. Und das ist mehr als genug. Met een ligging in het Zwarte Woud is Baden-Baden de bestemming bij uitstek om stad en natuur te combineren. Een perfecte uitvalsbasis daarvoor is Schloss Neuweier. Onze local vertelt je graag over deze bijzondere plek. Hallo, ich bin Joachim Altvater. Ich bin Betriebsleiter hier am Schloss Neuweier. Ich bin zuständig für die Gastronomie, Hotellerie, Events. Ich bin ausgebildeter Koch, Küchenmeister. Das Restaurant befindet sich im Schloss Neuweier, kleiner Katzensprung von der Kernstadt entfernt. Die Grundmauern des Schlosses sind aus dem 12. Jahrhundert. Die Küche, die wir hier anbieten, ist sehr regional. Wir haben unsere Kernprodukte, Fleisch, Fisch, Gemüse, hier aus der Region von regionalen kleinen Händlern. Wir kombinieren das Ganze international, um einfach eine schöne, interessante Küche anzubieten. Unsere Weine sind sehr speziell dadurch, dass wir um das Schloss herum nur Steillagen haben. Durch die Mineralität der Steine, wo die Wurzeln verankert sind, ein sehr intensives Aroma. Die Weine schmecken teilweise nach Litschi, Banane, Passionsfrucht. Das ist für die Region sehr speziell. Wenn Gäste hier in das Schloss nach Neuweier kommen, haben sie alle Möglichkeiten. Wir bieten Picknick im Burggraben ein, das ist ein altes Wasserschloss. Runtersitzen, eine Flasche Wein mit leckeren Snacks genießen. Wir haben die Möglichkeit, Barbecue in den Reben anzubieten. Außerdem bieten wir Weinproben an. Wir haben ein wunderschönes Hotel. Man kann hier auch sehr schön übernachten. In meiner Freizeit bin ich sehr gerne in der Stadt. Man kann bei schönem Wetter sitzen in die Lichtenthaler Allee. Aber genauso schön ist es auch bei uns hier in Baden-Baden. Einfach eine kleine Wanderung zu Merkur hoch durch unseren schönen Schwarzwald. Die Stadt Baden-Baden hat einfach einen perfekten Slogan, The Good Good Life.